Herr Karas, zunächst vielen herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft. Ich würde Sie bitten, dass Sie sich vorstellen. Was sind Ihre Tätigkeiten oder wie lange sind Sie schon Member of the European Parliament, Europaabgeordneter? Was sind Ihre Aufgabenbereiche? Bitte. Ja, mein Name ist Ottmar Karas, bin ein Ipser. Österreich ist aber ein Wahlkreis. Für mich ist Brüssel, Straßburg, Berlin ein österreichischer Arbeitsplatz. Ich bin wie alle anderen Abgeordneten ein Pendler, lebe durch zu Hause, meine Familie ist zu Hause und hier arbeite ich. Ich bin seit 1999 im Europäischen Parlament. Für mich war das sozusagen eine Erfüllung eines Lebenstraumes, weil ich am 21. Dezember 1985 zu jenen Abgeordneten im österreichischen Nationalrat gehört habe, die gemeinsam mit Felix Ermakora, Ludwig Steiner und Andreas Kohl einen Beschluss der jungen ÖVP, der ich vorgestanden bin, ins Parlament eingebracht hat, mit dem Ziel, Österreich in die Europäische Union zu führen. Hier ist man in verschiedenen Bereichen tätig. Man ist in Ausschüssen, meine Ausschüsse sind seit 1999 auf der einen Seite der Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Das ist alles, was den Euro betrifft, die Europäische Zentralbank, die Finanzmarktregulierung, die Ursachenanalyse und die Auswirkungen und die Folgen der größten Wirtschaftsbanken, Staatsschulden und Sozialkrise, die Wettbewerbspolitik. Ein zweiter Ausschuss ist der Binnenmarktausschuss, Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Wir haben jetzt 506 Millionen Verbraucherkunden und wir haben die vier Freiheiten. Der Binnenmarkt ist noch nicht vollständig umgesetzt. Wir haben durch Barrieren innerhalb der Europäischen Union noch einen Verlust an Wachstums- und Beschäftigungspotenzialen. Und daher gilt es, die vier Freiheiten gemeinsam mit den Verbrauchern durchzusetzen und umzusetzen. Mein dritter Ausschuss, das ist neu dazugekommen, ist der Ausschuss für Außenpolitik und der Unterausschuss Sicherheit und Verteidigung. Da ist alles, was Nachbarschaftspolitik, Erweiterung drinnen und ich betreue für die ÖVP-Delegation noch den Handelsausschuss wegen der internationalen Freihandelsabkommen, die ja die Menschen betreffen und es sehr viele Fragen gibt. Daher betreue ich den mit. Das ist die Ausschusstätigkeit. Jeder Abgeordnete ist in Delegationen mit anderen Staaten oder zu Themen. Am Beginn meiner Tätigkeit hier habe ich darauf geschaut, dass die Abgeordneten meiner Delegation, der ÖVP-Delegation, alle Nachbarstaaten haben, weil wir im Erweiterungsprozess waren. Jetzt sind diese Mitglied, daher braucht man keine Delegationen zu den Nachbarn. Ich habe betreut Ungarn. Und jetzt sind wir in anderen Bereichen tätig, aber immer auch schon mit dem Auge, was bedeutet das für Österreich, was heißt das für die Export-Import-Verhältnisse, welche Rolle spielen diese Länder innerhalb der österreichischen Bevölkerung. Und ich habe heuer mich entschieden, den Vorsitz der EU-Russland-Delegation zu übernehmen, weil es für mich das politisch Sensibelste im Moment auch für Frieden und Stabilität und Sicherheit in der Europäischen Union ist. Und das sind die Delegationen. Dann ist ja die ÖVP, die SPÖ, die Grünen, die Liberalen, und jetzt auch die FPÖ, aber in einer sehr extremen Gruppierung, sind Mitglieder in Fraktionen. Ich war, weil man ja versuchen muss, Verbündete zu finden, weil man Verbündete braucht, um mehrheitsfähig zu sein mit dem, was man will oder nicht will. Daher ist es wichtig, dass man Kontakte hat, dass man Netzwerke hat, dass man eingebunden ist in diesen Prozess. Und da sind meine Abkolleginnen und Kollegen aus der Österreichischen Volkspartei Mitglied der Europäischen Volkspartei. Und ich war
die ersten Jahre über ein Jahrzehnt Vizepräsident der größten Fraktion im Europäischen Parlament und deren Schatzmeister, Finanzreferent. Und ich war in, dann gibt es die Parlamentsfunktionen, das sind Ausschussvorsitzende und Stellvertreter. Ich war in der Fraktion noch eine Zeit lang wirtschaftspolitischer Sprecher der Gesamtfraktion und war im Abgelauf, in der abgelaufenen Periode Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Das habe ich jetzt getauscht durch, mit der EU-Russland-Delegation. Also man hat, zumindest ist es in unserer Fraktion so, wir bekommen am Beginn einer Periode, nach der Wahl, einen Zettel und sagen, was will wer. Wobei die Anzahl der Ausschüsse, wie viele Abgeordneten aus einer Fraktion in den Ausschüssen sind, hängt vom Wahlergebnis ab. Das ist eine klare Aufteilung nach der Stärke. Das Zweite ist, es wird versucht, dass jeder Abgeordnete, egal woher er kommt, egal mit wie vielen Stimmen er gewählt wurde, dass jede Abgeordnete und jeder Abgeordnete mindestens einem Ausschuss Vollmitglied sein kann und in einem Ausschuss Ersatzmitglied sein kann. Ich sage aber auch gleich, jeder Abgeordnete kann in jeden Ausschuss gehen. Die Frage ist immer nur bei der Abstimmung, wenn alle Vollmitglieder da sind, dürfen die Ersatzmitglieder nicht abstimmen. Ja. Wenn alle Ersatzmitglieder schon quasi abstimmen dürfen und es fehlt jemand, können auch andere. Es ist eine Frage, wie richtet man sich die Arbeit ein? Ich gehe manchmal in andere Ausschüsse, weil ich ein spezifisches Anliegen habe oder weil ich von Bürgerkontakten weiß, dass es hier ganz wichtige Fragen gibt, die ich in Österreich beantworten muss, wo es viele Interessen gibt. Dann rufe ich halt einen Kollegen an aus dem Ausschuss und sage, ich nehme an, du hast nicht jenes Interesse, wie ich das in dem Frage habe. Kann ich dich bei dem Tagesordnungspunkt, bei dem Thema vertreten? Und da gibt es im Regelfall keine Probleme. Es kommt immer auf die Eigeninitiative an. Okay. Es gibt ja Politiker, die sagen, weil ich nicht im Ausschuss bin, kann ich nichts tun. Und damit beruhigen sie den Bürger oder auch nicht und sagen, na gut, der kann doch halt nichts machen. Ich gehe immer von einer anderen Seite an die Dinge heran. Ich sage, wenn man etwas tun will, kann man auch etwas tun. Und man sollte sich nicht verstecken hinter Formalismen, sondern man sollte sich bemühen, halt das tun zu können und was man tun will und meint tun zu müssen. Wenn man etwas tun will, dann soll man es auch tun. Sie sind in Delegationen, Sie haben also einerseits der Ausschuss, wo Sie gesagt haben, Finanzausschuss, da sind wir bei der Finanzkrise, ein großes Thema. Auf der anderen Seite Russland-Delegation, das sind ja zwei heiße Eisen. Wie sehen Sie, wie bewerten Sie einerseits die Finanzkrise, Krise oder die Ausläufer, wie auch immer, jetzt, wir waren gestern auch in der Plenarsitzung mit Griechenland, sehr aktuell zurzeit hier in Europa, auf der anderen Seite Russland, das sind jetzt wirklich zwei heiße Eisen. Wie sind da Ihre Einschätzung? Das ist das ein ja, natürlich. Wir haben, muss man einfach deutlich machen, wir haben derzeit eine Fülle an Baustellen und Herausforderungen, wie wir sie wahrscheinlich seit 1945 auf unserem Kontinent nicht mehr hatten. Wenn ich an die Fragen des Asyls denke, wir haben die größte Flüchtlingswelle mit unterschiedlichen Gründen. Libanon, Syrien, Nordafrika, ISIS, Ukraine, Russland, führt auch zu einer starken Flüchtlingswelle mit unterschiedlichen Gründen und Ursachen, ist ein eklatantes Problem und eine Herausforderung, humanitär und politisch und was die Migrationspolitik betrifft. Wir haben Krieg in Europa, Ukraine und Russland sind Mitgliedstaaten des Europarates. Wir feiern in diesen Tagen, ich sage absichtlich feiern, aber unter Anführungszeichen, die
das Jubiläum der Helsinki-Deklaration. Das heißt Anerkennung der Souveränität der Staaten. Und gleichzeitig ergreift ein Staat, Russland, im Widerspruch zum Völkerrecht der Helsinki-Deklaration einen souveränen Staat an. Das stellt uns vor große Herausforderungen. Nicht nur energiepolitisch, sondern auch geopolitisch. Wir haben die größte Finanz-, Wirtschaft-, Banken-, Staatsschulden- und damit auch Sozialkrise seit mehr als 100 Jahren. Die Weltkriege weg. Wir hatten mehrere Staaten der Europäischen Union, die bankrott waren. Und teilweise Griechenland noch ist. Wenn man bankrott ist, wenn man kein Kapital am Finanzmarkt erhält, dann kann man seine Gemeinwohlaufgaben nicht wahrnehmen. Daher braucht man Hilfe. Denn wenn man die Gemeinwohlaufgaben nicht wahrnehmen kann, wenn man am Kapitalmarkt kein Geld bekommen kann, wenn man keine Rechnung bezahlen kann, keine Gehälter ausbezahlen kann, kann man auch nicht investieren, kann auch nicht Wachstum und Beschäftigung schaffen. Eine dritte Herausforderung. Wir haben die Globalisierung. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Europa ist derzeit die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt. Aber angesichts der Globalisierung wird unser Weltwirtschaftsvolumen, unser Anteil von circa einem Viertel derzeit auf 10% sinken. Unsere Bevölkerungsanzahl heißt derzeit 7% der Weltbevölkerung. Das wird auf weit unter 4%, eher Richtung 3 sinken. Und die Fragen, die man nicht alleine lösen kann, sondern nur miteinander lösen kann, vom Klimaschutz, Umweltschutz, Sicherheitsfragen, Migrationsfragen werden mehr. Und da ist für mich die Europäische Union eine Antwort darauf. Weil kein Mitgliedstaat alleine die Fragen lösen kann, ist die Zusammenarbeit eine Frage der Vernunft. Ja, wir müssen die Zusammenarbeit intensivieren. Wir müssen die Zusammenarbeit vertiefen. Wir haben durch die Erweiterung die Chance, nur durch die Erweiterung, dass die Europäische Union zum Sprecher des Kontinents in der Welt werden kann und wir nicht in die Nationalismen und in die Einzelinteressen, in die Nationalstaatlichkeit zerfallen. Aber wie sehe ich es? Alles das geht nur, wenn wir das politisch wollen. Und wir haben eine große Problematik, dass wir auf der einen Seite wissen, dass wir die EU vertiefen, erweitern, stärken müssen, die Staaten Europas vereinen sollten. Und im selben Ausmaß steigt der Egoismus, der Nationalismus und die Extreme. Und damit ist die europäische Demokratie gefordert, die Handlungsfähigkeit, die Glaubwürdigkeit. Und wenn wir die Handlungsfähigkeit nicht politisch mehrheitsfähig machen, dann sinkt das Vertrauen der Bürger. Das ist ein Teufelskreis. Und die Europäische Union ist ja kein Staat. Die Europäische Union kann das gemeinsam tun, was die Mitgliedstaaten ihr einstimmig erlauben. Daher nehmen wir nur her, in Österreich ruft jeder nach der Europäischen Union, was den Aufteilungsschlüssel beim Asyl betrifft. Nur wir haben derzeit zwischen den Mitgliedstaaten keine Mehrheit, dies zu erhalten. Die Kommission will den Aufteilungsschlüssel, hat einen Vorschlag gemacht. Das Parlament will den Aufteilungsschlüssel, hat einen Vorschlag gemacht. Unter den Mitgliedstaaten gibt es die Mehrheit dafür im Moment noch nicht. Daher nicht die EU blockiert oder will nicht, sondern einzige Mitgliedstaaten wollen nicht. Und die Europäische Union kann nicht diktieren. Wir können nur mitsammen die Europäische Union stärken. Oder nehmen wir her die Finanzkrise. Wir haben eine gemeinsame Währung. Und normalerweise braucht eine gemeinsame Währung auch eine gemeinsame Wirtschaftspolitik, eine gemeinsame vor allem Budgetpolitik, eine gemeinsame Steuerpolitik, eine gemeinsame Sozialpolitik.
Disziplin, gemeinsamen Rahmen. Wir bekommen das von den Mitgliedstaaten nicht im ausreichenden Ausmaß mit der Einführung der Währung erhalten, gemeinschaftsrechtlich, ja. Mussten aber als Europa handeln. Und daher haben wir intergouvernemental gehandelt, zwischenstaatlich, sind daher auch erpressbar durch die Mitgliedstaaten in der europäischen Solidarität. Und wir müssen alles daran setzen, dass die Europäische Union sich gemeinschaftsrechtlich, demokratiepolitisch von der demokratischen Legitimierung und Kontrolle von den Instrumenten weiterentwickelt. Hier ist, leider ist die Menschheit so, durch die Krise mehr möglich gewesen als vor der Krise. Aber noch nicht genug. Aber wir haben immerhin im letzten Jahr in allen Mitgliedstaaten ein positives Budget, in allen Krisenstaaten de facto Wachstum gehabt. Wir haben in allen Krisenstaaten die Arbeitslosigkeit reduzieren können, aber wir sind noch lange nicht heraus. In Griechenland fallen wir gerade zurück, weil es einen Widerspruch gibt zwischen den Verpflichtungen, die man übernommen hat, den Verträgen, die man unterschrieben hat, und den Wahlversprechen, die man abgegeben hat. Daher ist es derzeit eher eine Frage, wie überwindet man den Mangel an Aufrichtigkeit gegenüber den griechischen Bürgern, damit man das tun kann in Griechenland, was man tun muss, um den Weg der Reformen und der Hoffnung der Wettbewerbsfähigkeit wieder fortzusetzen und der sozialen Stabilität. Es kommt immer auf die Menschen an. Es kommt immer auf die Mehrheiten an. Ja. Und daher kommt es immer auch auf unsere Zuhörerinnen und Zuseher an. Wir müssen uns die Europäische Union zu unserem Anliegen machen. Wir sind Teil dieser Gemeinschaft. Wir sind mitverantwortlich. Jeder, der Schuld zuweist oder nur fordert, ohne sich selbst einzubringen, ja, der blockiert eher. Ja. Der blockiert eher und er erhöht die Entfernung, statt das Verständnis für das Miteinander zu stärken. Was mich interessieren würde, weil Sie sagen, es kommt auf uns Europäerinnen und Europäer drauf an. Wie schafft man dieses Europabewusstsein? Was kann man machen? Wie kann man Europa, wie kann man Brüssel in die Herzen der Europäerinnen und Europäer bringen? Oder nein, eigentlich der Österreicherinnen und Österreicher. Wie kann man da dieses nationale Denken überwinden? Gibt es da irgendein? Weil ich weiß, die Europäische Union, wir reden immer, wir haben, die Bringschuld wird ja schon gebracht, wir müssen es ja nur holen. Wie schafft man das? Wie schafft man eine europäische Identität? Ich habe das angeschnitten, indem man die Wahrheit sagt. Ja. Wir sind Teil der Gemeinschaft, ja. Überall dabei, ja. Und entscheiden überall mit. Mhm. Wir Österreicher sind in den Institutionen stärker als die Größe unseres Landes eigentlich ausmacht. Mhm. Und das muss man vermitteln. Mhm. Wenn die Menschen wissen, dass wir überall dabei sind und man auch dazu steht, dann wissen sie auch, dass die Schuld zuweisen, statt zu erklären, welche Mitverantwortung sie wahrgenommen haben, nicht aufrichtig sind. Und wir müssen den Mut haben, die Zusammenarbeit darzustellen. 94% aller Mittel der Europäischen Union werden in unseren Gemeinden und Regionen ausgegeben. In der Steiermark haben wir die Situation, dass jeden Arbeitstag 1 Million Euro an EU-Förderungen in die Steiermark kommt. Ja? Wir reden immer vom Nettozahler in Österreich. Aber alleine die Erweiterung der Europäischen Union, der Euro und Schengen hat in den letzten 20 Jahren dazu geführt, dass wir ein Vierfaches vom Nettomitgliedsbeitrag an volkswirtschaftlichem Nutzen nur in den Erweiterungsländern wieder zurückbekommen. Und Europa ist nicht nur materiell zu rechnen. Europa ist eine Idee. Ja. Europa ist ein Projekt. Europa ist eine Schicksalsgemeinschaft. Europa ist eine Wertegemeinschaft. Und überlegen wir uns einmal, was Europa wäre nach dem Zweiten Weltkrieg und angesichts der Krisen, hätten wir keine Plattform der Zusammenarbeit.
hätten wir alle eine unterschiedliche Währung. Ja? Hätten wir nicht Schengen. Nehmen wir an die Steiermark, an das Burgenland, an Niederösterreich, an Oberösterreich. Ein Großteil der Grenzregionen schöpft wieder Hoffnung, hat Leben. Es gibt Kooperationen. Vorher haben wir dort nur Abwanderungsraten gehabt. Und das sollten wir vermitteln, diese Bilder. Ich hätte gerne, dass jedes EU-Projekt in Österreich gekennzeichnet ist. Ich hätte gerne, dass jede Schule einmal im Jahr auf Entdeckungsreise geht, wie sich die EU zu Hause, wie man ihr begegnet, wo sie einem begegnet, auf jedem Radfahrweg, auf jeder Universität, bei jedem Hochwasserschutz, bei jedem Güterweg. Begegnet uns die Zusammenarbeit der Europäischen Union. Wir sollten weniger über die EU reden und an Schuld abgeben oder Verantwortung zuteilen, sondern wir sollten das Miteinander darstellen und zum Mitverantworten stehen. Das ist das Wesentliche. Wir haben jetzt mit dem Rederecht im Steirischen Landtag, mit dem Rederecht im Nationalrat, mit dem Rederecht im Bundesrat. Vorige Woche habe ich vereinbart, ein Rederecht im Innsbrucker Gemeinderat. Wir versuchen Möglichkeiten zu schaffen, um den Dialog auf allen Ebenen zu intensivieren. Das ist das Wichtigste. Europapolitik ist nicht Außenpolitik. Ja. Und der EU-Bürger ist kein Ausländer. Ja. Ja? Und innerhalb der EU haben wir ein Diskriminierungsverbot. Die Staatsbürgerschaft bedingt die europäische Bürgerschaft. Und die europäische Bürgerschaft gibt es nicht ohne Staatsbürgerschaft. Wir sind im Denken, und da spielen natürlich auch manche Politiker, manche Medien, spielen mit dem Freund-Feind-Verhältnis, mit dem Gut-Böse, mit dem Ich-Die. Wir sollten vielmehr das Du und das Wir in den Mittelpunkt stellen. Und das ist auch eine Generationenfrage, es ist auch eine Bildungsfrage. Wir sind Teil dieser Gemeinschaft und daher sollten wir über unsere Rolle in dieser Gemeinschaft, über die Möglichkeiten in dieser Gemeinschaft reden und die nationalen Grenzen überwinden und die europäische Gesinnung stärken und nicht das eine gegen das andere ausspielen. Die Frage, Fraktionen, wie passen nationalistische Parteien in dieses Europa? Ja, gar nicht. Ich habe gestern Frau Le Pen gehört, ja. Also das ist ja doch auch Populismus, sage ich jetzt einmal, sehr radikal. Ist ja das viel realistischer. Wir haben in allen Mitgliedstaaten Populisten, Opportunisten, Rechtsextreme, Linksextreme. Daher spiegelt sich das, was sich in der Bevölkerung abspielt, auch im Europäischen Parlament, der Bürgerkammer Europas ab. Was mich immer so stört, ist, dass wir, das ist alles zu viel, aber 20-25% oft in der öffentlichen Darstellung zur Mehrheit machen. Sondern ich möchte einen EU-Kritiker nicht zum EU-Gegner machen, sondern mich mit ihm auseinandersetzen. Wir neigen in der Politik dazu, den Kritiker zum Gegner zu machen. Und wir müssen uns mit den Menschen auseinandersetzen. Wir müssen an Lösungen arbeiten. Dagegen zu sein, der Nationalismus, der Protektionismus, der Opportunismus löst kein Problem. Er macht Angst und spielt mit der Angst. Und die Mehrheit der Bevölkerung, die Mehrheit der politischen Parteien, die Mehrheit der Fraktionen will etwas gestalten und nicht dagegen opponieren. Und das muss spürbar sein, trotz der unterschiedlichen Meinungen. Das ist ja das Traurige, derzeit sind die Linksextremen und die Rechtsextremen sitzen immer in einem Boot. Bei Griechenland, bei Russland, bei TTIP, bei jeder Frage sitzen sie in einem Boot. Weil sie gegen etwas sind. Und sie sind einmal gegen Europa, gegen den Euro, gegen die Zusammenarbeit, gegen den Ausländer. Das vereint die Extreme. Und es geht. Ich sage immer, das Einzige, was sie wirklich vereint, ist der Irrtum, dass wir in einer globalen Welt
mit Nationalismus und mit Egoismus ein Problem lösen. Das vereint sie, sonst gar nichts. Sonst gar nichts. Und sie sind auch Ausdruck der Schwäche, des mangelnden Mutes, der mangelnden Aufrichtigkeit, der mangelnden Verantwortungsbereitschaft der Mehrheit. Ja? Das muss man einfach sagen. Auch wir können. Ich kann besser werden. Ich und andere müssen sich überlegen, was können wir tun, um ernsthafter an die Probleme heranzugehen, mehr Zeit im Gespräch mit dem Bürger zu verbringen, niemanden mit seinen Sorgen, Ängsten und Fragen alleine zu lassen. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Eine andere Frage, jetzt wieder auf Ihre Arbeit, Ihre Tätigkeit als Mitglied des Europaparlamentes. Welchen Einfluss hat, wir haben jetzt gerade gesehen, die luxemburgische Ratspräsidentschaft, also die lettische Ratspräsidentschaft. Luxemburg kommt jetzt am 1. Juli. Kommt jetzt, ja. Welchen Einfluss hat der Vorsitz, der wechselnde Vorsitz der Ratspräsidentschaft für einen Europaparlamentarier, aber auch neue Kommissionspräsidenten bzw. auch Parlamentspräsidenten? Sind da große Schritte kennbar von der Politik? Es sind ein paar unterschiedliche Fragen. Man muss die Dinge auseinanderhalten. Zum Ersten ist uns mit der letzten Europaparlamentswahl und mit dem Lissabon-Vertrag ein wesentlicher Schritt zur Stärkung der europäischen Demokratie gelungen. Wir haben das Europäische Parlament ist seit 2009 gleichberechtigter Gesetzgeber. Keine gemeinschaftsrechtliche Entscheidung in Europa ohne Beteiligung des Bürgerparlaments. Wir haben hier ein Zweikammersystem. Wir haben die Bürgerkammer Europaparlament und die Länderkammer Rat. Und wir brauchen in beiden Kammern eine Mehrheit und beide müssen sich einigen. Dann habe ich ein europäisches Gesetz. In allen gemeinschaftsrechtlichen Fragen. Überall dort, wo wir noch keine Gemeinschaftskompetenz haben, aber europäisch handeln müssen, Krise, Außenpolitik, Sicherheit, Verteidigungspolitik, brauchen wir die Einstimmigkeit im Rat und haben weniger demokratische Legitimierung, weniger Transparenz, weniger parlamentarische Kontrolle. Daher muss alles, was wir gemeinsam wollen, braucht eine gemeinschaftsrechtliche Grundlage und die Beteiligung des Europäischen Parlaments. Das Zweite ist, wir haben das Europäische Volksbegehren eingeführt. Ja. Und wir wollen auch die Europäische Volksabstimmung. Ich will ein europäisches Wahlrecht. Ich will europäische Listen. Und wir haben mit der Europaparlamentswahl, mit der letzten 2014, zum ersten Mal es geschafft, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Europaparlamentswahl, dem Ergebnis und der Nominierung des Kommissionspräsidenten. Zum ersten Mal haben sich die politischen Parteienfamilien da vor der Wahl dazu bekannt, wer ihr Kandidat für den Kommissionspräsidenten ist. Und es hat de facto das Europaparlament und die Europaparlamentswahl den Kommissionspräsidenten nominiert. Und nicht wie bisher hinter Polstertüren die Regierungschefs hinausgemauschelt. Das hat einen Fortschritt. Und wir haben, nehmen wir nur auch ein aktuelles Thema her, wir haben ja auch mit dem Lissabon-Vertrag, dem aktuellen Verfassungsvertrag, die Kompetenz bekommen, dass es kein internationales Handelsabkommen ohne Zustimmung des Europäischen Parlaments gibt. Daher kein Freihandelsabkommen ohne das Europäische Parlament. Wir hatten zum Beispiel ACTA abgelehnt, obwohl die nationalen Parlamente es schon ratifiziert hatten. Das heißt, in allen, und das halte ich demokratiepolitisch für sehr wichtig, die europäischen Parteien spielen noch keine Rolle. Die Fraktionen spielen als Plattform des Dialogs eine große Rolle. Aber es gibt in der Europäischen Union keine automatischen Mehrheiten und keine Trennung in Regierung und Opposition, sondern jeder Abgeordnete sucht sich seine Mehrheiten. Und daher ändern wir 90% der Regierungsvorlagen der Kommission im Europaparlament. Der österreichische Nationalrat stimmt 90%, mehr als 90% der Regierungsvorlagen ohne Änderung zu.
weil es einen Automatismus gibt zwischen Regierungsmehrheit und Parlamentsmehrheit. Der demokratische Prozess, der ist ein anderer. Die Gestaltungsmöglichkeit ist eine viel größere und die Arbeitsintensität ist enorm. Also ich habe sicherlich einen 16- bis 17-Stunden-Tag und das Wochenende gehört Österreich, den Bürgern und nicht nur der Familie. Aber wenn man nicht hier ist, hat man keinen Einfluss. Und wenn man nicht zu Hause ist, gibt es einen oft nicht. Ja. Daher ist es ja auch so wichtig, dass wir die europäischen Funktionen als innenpolitische Funktionen verstehen. Mhm. Dass wir uns gegenseitig mitnehmen. Mhm. Dass wir nicht sagen, ich werde oft gefragt, wenn du wieder einmal zu Hause bist, meldest dich. Sag ich, ich bin ja nie weg. Ich bin ja in Europa. Und meine Handynummer, meine E-Mail-Adresse ist die gleiche wie als Generalsekretär der ÖVP oder als Nationalrat. Das heißt, wir müssen einmal überwinden, dass wenn man in Europa tätig ist, nicht weg ist, sondern da. Wir sind Teil. Und wir sollten verstärkt uns nicht nur als Steirer und als Österreicher, sondern auch als Europäerinnen und Europäer erfüllen. Die zukünftige Auseinandersetzung wird eher eine kontinentale. Die in der Vergangenheit war eher eine nationale. Daher müssen wir zwei Bereiche stärken. Wir müssen die regionale Zusammenarbeit, weil sie die zu natürlicher Zusammenarbeit ist, kulturell, historisch, sprachlich, religiös, stärken. Und wir müssen die Arbeit in Europa, die Zusammenarbeit stärken, um eine Antwort auf die Globalisierung geben zu können. Und der Nationalstaat ist sozusagen das Bindeglied im Entscheidungs- und Meinungsbildungsprozess. Hier gibt es neue Rollenverständnisse. Aber schauen wir nur nach Österreich. Wir verlangen von der Europäischen Union einen Aufteilungsschlüssel beim Asyl und schaffen inzwischen den Bundesländern und Gemeinden nicht. Man sollte von Europa nicht mehr wollen, als man selbst zu Hause schafft. Sondern wir müssen unsere Hausaufgaben machen und müssen Modelle entwickeln, wie wir Vorbild für andere sein können, um mit dieser Glaubwürdigkeit etwas bewirken zu können, Verbündete zu suchen. Die Zusammenarbeit zwischen den Universitäten funktioniert ja schon viel besser. Überlegen Sie sich einmal unsere Universitätslandschaft ohne gegenseitige Anerkennung der Berufsabschlüsse, Ausbildungsabschlüsse. Ja. Überlegen Sie sich unsere Universitätslandschaft ohne die Erasmus-Programme, den Studentenaustausch und so fort. Also hier zeigt man, wir nehmen das alles so selbstverständlich, es gäbe es aber ohne der EU nicht. Man kann ja dann wieder zurückgehen und sagen, gerade Erasmus von Rotterdam, gerade auf dem wissenschaftlichen Feld, das ist ja Europa eigentlich, nicht? Also Renaissance quasi, das passt sehr schön. Herr Karas, so zum Abschluss, Ihr Wunsch, wie soll es denn in 20 Jahren ausschauen in der Europäischen Union? Soll es die Vereinigten Staaten von Europa geben, weil Sie haben auch vom Verfassungsvertrag... Ich glaube, wir brauchen eine Vertragsreform, wir sollten uns auch vor dieser nicht fürchten. Sondern wir sollten sie mit den Bürgern besprechen. Ich hätte gerne, dass alle 5 Jahre mit der Europaparlamentswahl in einer europäischen Volksabstimmung notwendige Vertragsreformen mit abgestimmt werden, mit einer europäischen Mehrheit, Mehrheit der Bürger, Mehrheit der Staaten. Das würde auch die Wahlkämpfe verändern. Sie würde sie europäisieren. Sie würde den Bürger stärker beteiligen. Ich wünsche mir, dass es Europa schafft, dass Europa nicht in die nationalen Egoismen und Nationalismen zerfällt, sondern dass wir uns gemeinsam die EU zum Sprecher des Kontinents in der Welt machen, dass wir die Staaten vereinen. Ich will nicht Vereinigte Staaten wie die Amerikaner werden. Dazu, glaube ich, auch gibt es keine Mehrheit. Es ist auch nicht alles nachahmenswert. Aber der Weg der Vertiefung, der Zusammenarbeit, man kann das auch Vereinigte Staaten von Europa nennen, aber das wird nicht das andere sein.
subsidiär gestaltet. Ich glaube, der schönere Begriff ist Vereinigung der Staaten Europas, aber was mir noch viel wichtiger ist, ist ein Europa der Bürger. Ein Europa der Demokratie, der Transparenz, der Handlungsfähigkeit, der Effizienz, des gegenseitigen Vertrauens, der Rücksichtnahme aufeinander und des Reichtums im wahrsten Sinne des Wortes. Das Motto der Europäischen Union heißt so schön, in Vielfalt geeint. Wir müssen die Vielfalt, die in uns steckt, zur Stärke machen. Dann ist dieser Kontinent jeden anderen überlegen. Und gleichzeitig kann er seine soziale, ökologische, humanitäre Verantwortung für die Welt verstärkt wahrnehmen. Für mich gilt noch immer der Satz Robert Schumanns vom 9. Mai 1950, auch für die nächsten 20 Jahre. Der hat einmal gesagt, in dieser Erklärung gesagt, Europa entsteht nicht mit einem Schlag. Es ist nicht eine einfache Zusammenfassung, sondern es wird Ereignisse geben, die eine Tat der Solidarität schaffen. Und ich glaube, wenn ich an das Mittelmeer denke, wenn ich an die Flüchtlinge denke, wenn ich an den Krieg denke, wenn ich an die Finanzkrise denke, wenn ich an die Globalisierung, an die Armut in der Welt denke, wenn ich an die Arbeitslosigkeit bei uns denke, dann sage ich, es gibt genügend Ereignisse, die ein Mehr an Taten der Solidarität verlangen und erzwingen sollten. Und die Europäische Union ist die politische Plattform, die diese Solidarität organisiert. Und so wünsche ich mir die EU. Vielen herzlichen Dank. Das war jetzt auch sehr schön. Der Kreis hat sich geschlossen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das war ganz ein tolles Interview. Danke. Sehr spannend.